Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. Hier ein kleines neues Video von mir und zwar geht es um unseren Torhüter Jonas Urbig. Der Gute hat jetzt beim FC bis 2026 verlängert und wurde jetzt somit dann auch direkt fix nach oder zur Sportvereinigung Greuther Fürth ausgeliehen. Genauso wie ja Tim Lemperle, der da ja eh schon ist. Ja, gut, viel Erfolg, viel Glück Jonas und auch Tim. Auf dass er auf viele Einsätze kommt. Jonas, du hältst den Kasten sauber und Tim, du schießt Tore oder bereitest welche natürlich vor. Das wäre sehr, 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 sehr schön, dass das hinhaut. So einmal wegwischen. Ja, nächstes Thema ist Elias Giri. Der Gute hat sich jetzt emotional bei den FC-Fans verabschiedet. Ein sehr schöner Brief, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings kam jetzt auch zusätzlich ja heraus, dass er jetzt doch tatsächlich innerhalb der Bundesliga wechseln wird. Ja, auf den Jungen kann ich nichts geben. Ich kann und will nicht meckern. Aber irgendwie ist er schon irgendwie in Klammern gesetzt enttäuschend, dass er dann doch tatsächlich innerhalb der Bundesliga bleiben wird. Ich hätte echt gedacht, dass er nach Frankreich wechselt oder vielleicht doch irgendwie in die Premier League oder vielleicht Italien. Aber gut. Ironie des Schicksals. Ich weiß noch, als wir die Frankfurter Eintracht 3-0 zu Hause geschlagen hatten, auch etwas glücklich, denn die erste Hälfte war ganz klar Frankfurt am Drücker. Und unser Stadionsprecher hatte ja dann auch, ich glaube, beim zweiten Tor von Skiri gesagt, der zu Köln gehört oder nach Köln gehört, wie auch immer, Elias Skiri. Ja, der hat dann die Frankfurter Eintracht da abgeschossen. Ja, dann kommt dieser Satz von unserem Stadionsprecher und Monate später wechselt Skiri doch nach Frankfurt, so wie es aussieht. Warum er das macht? Ja, anscheinend gibt es dann doch nicht genug Alternativen oder die Frankfurter können dann halt gut mit, ja, mit Gehalt locken. Liegt es jetzt final am Gehalt? Ist das so eine minimal klitzekleine Delle, die man Skiri ja jetzt irgendwie nachsagen muss, dass er dann doch wegen dem Gehalt irgendwie dann wechselt? Denn ich gehe mal davon aus, dass er bei uns auf jeden Fall zwischen 2 bis 3 Millionen auch Gehalt bekommen hätte. Wenn man ihn denn wirklich behalten wollen würde oder es vorhatte, ihn zu behalten. Aber wenn Skiri 4, 5, 6 Millionen wünscht oder verlangt, ja gut, dann können wir das natürlich nicht stemmen. Ne? Sollte Skiri jetzt tatsächlich zur Eintracht wechseln, ja, denn natürlich viel Erfolg, bleib gesund, aber gegen uns ja, bist du natürlich auch Gegner und ja, da wünsche ich dir natürlich, dass du sehr oft hinfällst, ausrutscht, ein Eigentor schießt, ja, keine Zweikämpfe gewinnst, irgendwie eine Blase hast, die dafür sorgt, dass du 3 Kilometer weniger pro Spiel läufst, zumindest gegen uns und im Rückspiel, ja, kleiner Spaß am Rande natürlich. Gut, es ist dann halt, wie es ist. Zu Kingsley Schindler, das nächste Thema, der Gute verhandelt anscheinend mit irgendeinem türkischen Verein. Anscheinend schlägt es ihn dann in die Sonne, wenn die Sonne denn dann scheint. Ja, sollte das so kommen, natürlich dir auch viel Erfolg, viel Glück, King. Danke für deinen Einsatz. Aber gut, das ist noch alles nicht spruchreif. Aber es wird halt geschrieben, dass er wohl in Kontakt steht mit dem ein oder anderen türkischen Verein. Kommen wir jetzt zu etwas Internes und zwar zum Mannschaftsrat. Der wird aufgestockt durch Marvin Schwebe und durch Davy Selke. Bedeutet, dass ja, mit Marvin Schwebe, Benno Schmitz, Florian Kainz, Marc Uth und Davy Selke denn jetzt wieder die 5 Spieler im Mannschaftsrat vertreten sind. Allerdings sollen unter anderem aber auch Timo Hübers, Erik Martel und Jan-Uwe Thielmann auch gesondertes Mitspracherecht haben oder auch, wenn die was sagen, ist es halt auch gewichtend. Es wird auch überlegt, ob der eine oder andere vielleicht auch noch zusätzlich in den Mannschaftsrat kommt. Aber fürs Erste sind es halt Schwebe, Schmitz, Kainz, Uth und Davy Selke. Nächster Spielführer, Kapitän, wie auch immer, wird nach aller Wahrscheinlichkeit zu 99,999% Florian Kainz. Ja, die Assistenten oder die Vertretungsspieler sind dann halt auch die, die auch im Mannschaftsrat sind. Sehr wahrscheinlich denn Marvin Schwebe, Benno Schmitz, Marc Uth und eben Davy Selke. Wer da jetzt als Erster, Zweiter, Dritter da die Binde übernimmt, je nachdem, wer auf dem Platz steht, ist wahrscheinlich final auch egal. Aber ja, wie gesagt, das sind halt die 5 im Mannschaftsrat. Die bilden dann auch die Kapitäne
in erster Linie Florian Kainz, aber eben auch Timo Hübers, Erik Martel und Jan-Uwe Thielmann sollen und werden dann halt auch innerhalb, was diese Hierarchie angeht, dann halt auch was ja, zu sagen haben. Denn man möchte wohl auch intern, sei es Baumgart, Keller etc., dass auch gerade unsere jungen Spieler vom Alter her dann natürlich auch jetzt schon Verantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Ne? Ja, jetzt überlege ich nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Eigentlich nicht. Doch, natürlich. Das hatte ich eben auch noch gelesen. Und zwar wird intern darüber überlegt, ob man Weschenbach, der eigentlich ja, zentraler Mittelfeldspieler ist, der aber auch über links oder über rechts kommen kann, der eigentlich sehr gute Offensivqualitäten hat, dass dieser als ja, zweiter Rechtsverteidiger, ich will jetzt nicht sagen, vorgesehen ist oder eingeplant ist, das wohl nicht. Allerdings will man ihn jetzt zum Start des Trainings und des Trainingslagers und auch in den Testspielen dann immer mal als rechten Verteidiger aufstellen, um zu gucken, wie er es macht, um die Defizite, die er körperlich wahrscheinlich noch hat, um in der Mitte denn sich festzuspielen oder eine feste Säule jetzt schon in die Saison zu werden, dass das halt auf der Rechtsverteidigerposition nicht so ins Gewicht fällt und nicht so auffällt. Deswegen schult man ihn da jetzt irgendwie um. Ich weiß es nicht. Also davon halte ich auch gar nichts, so wie ich auch gar nichts davon gehalten habe, dass Leute sagen, ja, warum hat man den Kastrop nicht behalten? Rechtsverteidiger. Leute, das wäre seine fünfte Position oder sowas. Kastrop ist auch Mittelfeldspieler oder maximal im rechten Mittelfeld eher offensiv als defensiv zu Hause. Er hat als Notnagel in Nürnberg, hat er da mal rechter Verteidiger gespielt. Aber ja, gut, wenn man als FC kein Geld hat und oder sich überhaupt nicht um die Rechtsverteidigerposition kümmert, weil es da anscheinend aus FC-Sicht niemanden gibt, der diese Position mindestens genauso gut ausüben kann wie Benno Schmitz, ja, dann ist das auch irgendwie schon wieder so ein Armutszeugnis, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jeder Rechtsverteidiger, der verfügbar wäre, sei es ablösefrei, vereinslos oder durch eine kleine Ablöse, einfach zu schlecht ist für den FC. Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, anscheinend kann und will man da irgendwie kein Geld in die Hand nehmen. Bitte, wenn es so ein, weiß ich nicht, hier aus der belgischen Liga, auch von St. Troiden, da der Japaner, glaube ich, Daiki Hashioka mit Marktwert von 1,5 Millionen, wenn man den nicht irgendwie hierher lotsen kann oder sowas oder weil man generell keinen Bock auf den hat, na gut, okay, aber in der Preisspanne müssen wir doch flüssig sein. Also da kann mir keiner erzählen, das geht alles nicht. Weil bislang haben wir noch nicht einen Groschen ausgegeben, also an Ablöse. Handgelder, maybe oder sehr wahrscheinlich, sei es Waldschmidt, sei es Paccarada, sei es Nickisch, den Torwart, ja, oder den einen oder anderen Jugendspieler, den man da jetzt noch angeholt hat, oder auch Christensen natürlich, den wollen wir auch nicht vergessen. Aber gut, es ist halt wie es ist, Transferfenster ist natürlich noch ein bisschen offen, aber wie gesagt, die ganzen Perspektivspieler, die jetzt hier irgendwie gefragt sind oder rangeführt werden sollen, dann doch anscheinend, ist ja alles schön und gut, aber wir brauchen Qualität. Gerade durch den Qualitätsverlust durch Hector und Skiri kann man nicht sagen, okay, Christensen ist da, Paccarada ist jetzt da für Hector. Ja, Paccarada ist ein anderer Spielertyp als Hector, okay. Der wird uns natürlich auch gewisse Freude bereiten, aber in dem ganzen Spielstil, auch im Verteidigen und im Pushen, in der Kabine, wortgewandt, vorausgehend, auch das ist Qualität und die haben wir so nicht. Klar, kommt Marc Uth zurück, kehrt natürlich wieder spielerische Qualität zurück, aber auch menschliche Komponente oder auch in der Führungsebene, dass da natürlich dann wieder was zurückkommt. Aber hinter Marc Uth steht halt immer noch ein Fragezeichen, der hat jetzt fast ein Jahr kein Fußball gespielt oder ein gutes Jahr kein Fußball gespielt. Und da muss man halt auch erstmal gucken, wie der Körper denn darauf reagiert innerhalb der Vorbereitung, aber auch dann, wenn die Testspiele und dann auch vor allen Dingen die Pflichtspiele laufen, sei es Pokal oder auch die ersten Bundesligaspiele. Da muss man dann halt natürlich auch gucken, wie Marc Uths Körper dann halt reagiert. Ne? Ja, gut, das wäre es von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Thematik um Skiri seht. Auch die Verlängerung Jonas Urbich bis 26. Schindler vermeintlich in die Türkei. Weschenbach interner Rechtsverteidiger. Was haltet ihr davon? Ja, und dann natürlich die Thematik um den Mannschaftsrat plus halt Kapitänsfrage etc., Assistenten, ist halt wohl auch schon alles geklärt.
Das war aber auch klar, das lief halt darauf hinaus, dass es am Ende denn sehr wohl Florian Kainz wird oder Marc Uth. Jetzt wird es wohl dann doch halt Kainz, aber Uth ist wohl einer der ersten Assistenten. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das alles seht, was diese ganzen Punkte angehen. Und ja, wenn es denn was Neues gibt zum FC, bestenfalls Neuverpflichtung oder vielleicht auch mal ein ernsteres, konkretes, neues Gerücht, das wäre natürlich schön, dann werde ich mich natürlich melden. Ne? Gut, ich wünsche euch was, haut rein, macht's gut, bis dahin, tschüss.